Hallöchen meine Lieben, grüße dich hier zu meinem neuen Video, zu einem Labervideo. Paar Minuten, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt rede. Ich bin im Krankenhaus. Ich bin mit Asini gerade zu Besuch bei der Leonie. Ja, müssen wir mal gucken, wie das alles jetzt noch ausgeht und so weiter. Ja, bei ihr läuft Infusion und ja, so, ich werde euch jetzt nicht unbedingt die Leonie zeigen. Auf jeden Fall, wie sind wir im Krankenhaus gelandet? Das war eine sehr, sehr lange Nacht für uns alle. Mein Mann ist arbeiten in der Nachtschicht. Alle Kinder haben einfach Schreck gekriegt, weil der Leonie einfach plötzlich zu Hause sehr, sehr schlecht, also rasant einfach schlecht, von schlecht als schlecht gekommen, ne? Weinen und alles war mit dabei und alle haben gesagt, nee, wir kommen mit dir mit, Mama. Wir haben uns dann ein Krankenhaus ausgesucht, was groß ist, wo wir auch schon sehr oft waren. Kann ich auch nur empfehlen. Wir sind dann hierhin, ja, es hat gedauert. Wir sind halb zwölf nachts losgefahren nach hier und um Anfang 5 Uhr morgens ist die Leonie auf Station gekommen erst. Es wurden ganz viele, wir haben erstmal sehr, sehr lange gewartet, weil es einfach zu viele Kinder waren, die krank waren. Und so trotzdem, wir wurden vorher genommen als ein paar andere Kinder, weil die gingen dann noch Schwergrad der Krankheiten aus und dann zum Glück direkt und Ultraschall. Dann kam auch eine Nachtdienstschwester, also Ärztin von Intensivstation und ja, also es ging hier kunterbunt los. Ich muss gucken, ob jemand reingeht. Die Anna hat schon geschlafen sehr lange. Asini hat geschlafen auf den Stühlen. Die Ärzte haben dann noch gesagt, oh je, ne, ich versuche so schnell wie möglich sie nach Hause zu entlassen, damit sie mit den Kindern nach Hause gehen können. Dann habe ich die Leonie bis zur Station begleitet. Sie war hier noch mit einem Mädchen, aber das wurde heute entlassen. Ja, vielleicht bekommt Leonie noch eine Nachbarin, aber sie nickt gerade, nee, bitte nicht. Ja, ich mag das auch nicht. Am besten ist es schon alleine. Ja, man kann sich aber nicht aussuchen. Ne? Es kommt, wie es kommt. Wichtig ist mir, dass mein Kind gesund wird. Denn bei ihr wurde ja sehr stark Nierenbeckenentzündung, Harneffekt festgestellt. Plus ein Fragezeichen kommt, dass sie Nierensteine haben könnte und die irgendwie stecken und noch nicht so rauskommen. Die muss man nach der Größe bestimmen. Ja, das ist alles unter Frage, weil sie ja auch Blut im Urin hat und ja, wurde speziell weggeschickt. Ein paar Tage dauert das. Wenn wir Glück haben, kommt sie vielleicht am Freitag nach Hause. Wenn nicht, dann bleibt sie komplette Woche hier. Gut, mir ist es, wie gesagt, ja, ich hätte sehr gerne mein Kind zu Hause, aber wenn man es so raus, war zu süß hier, ist Marzipan. Kartoffel, ja, Kartoffel im Krankenhaus, das war echt schlimm. Die war roh, also die sieht auch so aus, ne? Ich zeig euch das mal. Ne, die sieht auch, also schwarz, wo, was war das? Schwarzwurzel, ne? Hast du gesagt? Das ist von zu Hause, diese Blümchen. Von dieser. Ja, Joghurt hat sie gegessen, hat Tee getrunken, aber das ist Wahnsinn. Genau. Ja, jetzt müssen wir halt warten, wie was rauskommt. Ne? Die Chirurgen waren schon da, die werden das beobachten. Sie kriegt ganz viel Infusion, ganz viel Schmerzmittel, das Antibiotika, was sie angefangen hat zu trinken gegen Nierenbeckenentzündung, was uns der andere Notarzt verschrieben hat.
Darf sie jetzt mal nicht nehmen, dann müssen wir auf Urin warten, was da mit dem Blut ist, wie viel, was genau ist. Erst dann bekommt sie richtiges Medikament. Also, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, weil mein Kind hat gelitten. Ich sag's euch, das war das schlimmste Albtraum. Einfach, ja. Wir sind dann nach Hause gefahren, um 5 Uhr morgens waren wir zu Hause, sind wir schlafen. Um 7 Uhr habe ich mit meiner Chefin geschrieben, weil ich mich für heute krank gemeldet habe. Ich habe gesagt, ich brauche diesen einen Tag, weil ich bin fix und fertig, nicht ausgeschlafen. Mir geht das richtig schlecht. Ich musste klären im Krankenhaus, was mit meinem Kind weiterhin abläuft, wie was ja, sein wird. Ich habe gesagt, ich kann gerne an einem anderen Tag, Freitag vielleicht, dafür kommen. Sie hat gesagt, ja, wir kriegen das hin. Schade nur, Arbeitskollegin ist auch krank. Na, und ich falle damit auch noch heute weg. Aber ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin mit dem Auto. Mein Kopf tut mir so weh. Ich bin nach Hause gekommen, 5 Uhr, habe ich ganz viel Schmerzmittel genommen. Und ich bin hier hingefahren, Schmerzmittel genommen. Ich habe sogar über meine Halsschmerzen vergessen. Übrigens, die sind gut besser geworden. Kaum Halsschmerzen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, aber wie gesagt, ich hab ja ganz, ganz, ganz viel Stress erlebt jetzt. Oder wir alle, die Nacht. Das war schlimm ohne meinen Mann, wie gesagt. Das war echt schlimm. Ne? 4 Kinder, Leonie ging schlecht und oh mein Gott, also das Krankenhaus voll. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, das ist so. Kann man leider nichts ändern. Ich bin nur froh, dass wir hier sind. Ne? Und dass da jetzt auf jeden Fall geguckt wird und alles. Sie hat, die Arme, die hat auch noch so schlechte Wehchen. Ich weiß nicht, oder die Ärztin konnte einfach nicht. Oder ja, weil sie kalt war und genau, ja. Die konnten keine Venen finden. Die wurde ja überall gestochen. Und dann hier an der Hand und der Oberfläche, gerade mal so die Vene, die musste durchgespült werden, zweimal, 10 Milliliter. Da war dick die Beule und dann haben die durchgestrichen, nochmal durchgespült, dann ging das. Also das war da. Ich sag ja, ich hätte sehr gerne das alles auf mich genommen. Das ist für mich das Schlimmste, wenn so mein Kind leiden muss, sagen wir so. Für mich ist es immer so der Albtraum einfach. Oh, jetzt bin ich zwischen Kind, Haushalt, Kleinkind. Hin und her gerissen. Ja, ich will auch die Leonie nicht alleine hier lassen. Deswegen bleiben wir hier einige Stunden. Die Anna wird natürlich versorgt zu Hause. Mein Mann und mein großer Sohn, der ist ja auch krank. Und deswegen ist das alles gut. Ja, morgen ist Feiertag. Ich muss noch Mama, also beziehungsweise das Video kommt ja an einem Feiertag am 3. raus. Ich muss noch abklären mit meinen Eltern, ob sie zu uns kommen, weil geplant war ja, dass meine Eltern vorbeikommen zu uns. Müssen wir mal schauen, ja, wie das Ganze jetzt so den Ablauf nimmt. Ja, genau. Also ich wollte euch einfach nur sagen, ja, dass es momentan so ist. Das ist der Update. Ich denke mal, übermorgen wird auch noch mal also Labervideo stattfinden. Ich denke, ich komme einfach nicht zum Vloggen, weil ich ja, ne, hin und her zwische und deswegen ist einfach kein Vlog möglich. Genau, eventuell, falls was sein sollte, fällt ein Video auch aus, aber ich denke, so ein paar Minuten kann ich mit euch quatschen. Ja, meine Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund, positive Energie, gute Laune, viel Kraft und ja, uns allen ganz viel Kraft. Ja, Gesundheit auf jeden Fall an erster Stelle. Und dann würde ich mal sagen, einen schönen Feiertag
wer einen Feiertag hat, ne? Ich weiß nicht, wer auf welchem Dings ist, wie heißt das? Land. Ja, irgendwie so. Ihr versteht mich schon, ne? Die Xenia ist balla balla. Ich habe jetzt Marzipan gegessen und Cola genommen, damit ich so ein bisschen. Ich hatte auch keinen Hunger. Ich habe nur ein kleines Brot gegessen. Stück Brot, mehr nicht. Habe mir aber was mitgenommen auf jeden Fall, weil ich bleibe schon einige Stunden. Genau. Ja, so, jetzt plaudere ich schon wieder weiter. Ich kann dann nicht aufhören zu plaudern. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch eigentlich irgendwas noch sagen, aber fällt mir jetzt nicht ein. Ich habe es vergessen. Ich habe so starke Kopfschmerzen, wirklich. Ich überlege gerade, noch eine zu trinken. Ich habe 400 nur genommen. Ibu 400. Ich glaube, ich trinke noch eine, weil es tut einfach komplett weh, alles. Komplett mein Kopf. Ich muss eigentlich auch Haare waschen. Ich habe Haarspray hier drin und alles, aber ne, ich bin ja auch direkt dann hier hingefahren und alles. Ich wasche dann heute Abend und weil ich fahre dann, also ich denke nicht, dass ich zweimal fahre. Weil ich muss auf jeden Fall auch zu Hause machen. Ich muss zu Hause kochen, ich muss zu Hause Wäsche waschen. Ja, und dann komme ich morgen einfach. Morgen eventuell dann vielleicht zweimal oder je nachdem, ich weiß nicht. Wie gesagt, ob meine Eltern dann kommen, wenn meine Eltern kommen, nehme ich mal an. Ja, kommt die Oma auch hier hin. Und so. Ja, dann kommen wir alle, die Leonie besuchen. Ja, muss mal gucken. Wir haben Leonie auch Blümchen mitgebracht. Der ist hier nie. Der Bruder hat sich Sorgen gemacht, hat gesagt, Mama, können wir Leonie Blumen bringen, weil die Leonie liebt ja Blumen über alles. Und da haben wir Blümchen gebracht. Genau. Ja, Blümchen gebracht. Und ich muss dann nach der Vase fragen, einfach gleich, wenn die Schwester kommt, das Essen-Tablett abholen. Ja, dann frage ich nach der Blumenvase. Und dann passt das schon. Läuft das noch? Ja. Oh, das ist noch einiges. Das ist jetzt für den ganzen Tag. Nein, nein, den ganzen Tag nicht. Halb voll, gell? Das ist Obwohl das täuscht, weil das zusammengepresst ist. noch komplett voll, das ist noch so ein bisschen abgelaufen. Das läuft ja durch diese Dings, ja. Durch die Vene. Ja, durch die Vene schon, durch dieses Gerät meine ich. Ja, das ist so zusammengepresst, damit da keine Luft entsteht, wenn Damit man keine Luft ist, ja. Ich finde diese Dinge gut. So, denke ich mal. Oh. Alle Kinderchen weinen. Hier sind so viele Kinder, die Magen-Darm-Probleme haben. Meine Jungs hatten das ja auch. Und zum Glück geht es denen besser, ne? Sehr, 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 sehr viel besser. Aber alle sind hier, die übergeben sich und sonst was. Ganz kleine Kinder auch. Eben, wo wir reingekommen sind, im Eingangs, wo wir gestern waren, war ein ganz frisch geborenes Baby. So ganz, ganz kleines. Ich weiß nicht, was er hat. Der Papa hat ihn gestreichelt, gestreichelt auf dem Arm. Also auf jeden Fall echt der Wahnsinn. Ich glaube, jetzt kommt jemand gleich rein, wahrscheinlich. Vielleicht. Oder die sammeln die Essenstablets ein, weil ne, momentan ist viel. Ich weiß auch nicht, wann Personalwechsel stattfindet. Um 12 oder 1, 14 Uhr, glaube ich, meistens. Ja, gegen 5 Uhr morgens, genau. Ja, aber mittags wechseln wir auch nochmal ab. Na gut, so, jetzt aber Ende Gelände. Ich halte euch nicht auf. Ich wünsche alles, alles Liebe und wir bleiben auch natürlich in Verbindung und wir bleiben auch positiv für uns einfach, weil ohne positive Gedanken geht das nicht, ne? Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis morgen und bis zum neuen Video.
Gut gesehen, ja. Ciao, ciao.